Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Harvest Moon Deine Tierparade Let's Play. Ich bin Rektalin und ihr schaut Fibler Games und ich muss sagen, Nintendo hat's verdammt nochmal verbockt. Was ist denn das für ein Scheißdreck? Das Wii U-Update hat die Wii-Spiele zerschossen, ey. Was ist das denn? Was ist das für eine Auflösung? Das ist doch kacke. Das sieht doch. Oh Gott, das sieht scheiße aus. Was soll das? Oh Gott, ich kann so nicht spielen, ey. Das ist ja grausam. Warum ist das Bild so klein? Das macht doch keinen Sinn, seid ihr bescheuert? Das war vorher gut. Irgendwie sind jetzt Wii-Spiele für mich gestorben. Und das ist ja ekelhaft. Das ist ekelhaft, ey. Ja, ich komm darauf nicht klar. Das ist ja... Oh Gott. Das ist grausam. Ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist die letzte Frechheit überhaupt. Scheiß Nintendo, ey. Vorher war ich voll überzeugt von dem Wii-Kram auf der Wii U. Und jetzt haben sie es gefickt, ey. Gibt's doch gar nicht. Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen, das erfordert. Bin nur gerade echt stinke sauer. Also hier, Nintendo kann mich langsam mal echt am allerwertesten. Wenn jetzt jedes Wii-Spiel so blöd aussieht, ey. Das ist jetzt das erste, was ich heute probiert habe nach dem frischen Update. Das ist ja eine Frechheit, ey. Das ist eine Frechheit. Wen interessiert das denn, ob ich die Wii-Spiele auch auf dem Gamepad spielen kann? Mich nicht? Mann. Selbst das Gamepad kann ja auch normale Wii U-Spiele und so weiter wiedergeben. Wo liegt denn da das Problem? Warum muss das denn so blöd aussehen hier? Warum ist das jetzt auf einmal so zusammengeschustert worden? Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Bin entsetzt. Also das verdirbt mir gerade irgendwie echt den Spaß an der ganzen Sache. Das war doch gerade das Geile, dass du in schöner breites Bild hattest. Okay, du hattest da deine kleineren Ränder an den Seiten, aber das ist ja auch nicht so schlimm jetzt gewesen, sage ich mal. Und das hier ist ja wohl oberst fresh. Was ist denn das für ein Scheißdreck? Dicke, fette Pornobalken an den Seiten. Oh Gott, ich flippe aus. Das kann es ja wohl nicht sein. Was ist hier los? Das Problem vor allen Dingen, die Wii-Software hat er noch normal ausgegeben. Warum gibt er denn das nicht normal aus? Ich check's nicht. Ich will jetzt erstmal die Tiere nochmal reintun und dann gucken wir, was das Erntemäßige bei rumkam. Gehen jetzt nämlich pennen. Das nervt mich wie die Hölle, ey. Wie die Hölle. Mann, ey. Ich sehe es auf der Aufnahme, da ist es auch so klein. Was denn das? Ich kann mich überhaupt gar nicht auf Spielen konzentrieren, so nervt mich das. Ja, also, als ob sie wollten, dass niemand eine Wii U kauft und mit Wii U rumspielt. Wofür hat man denn einen großen Fernseher? Also ich spiele auf einem kleinen Fernseher, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich das auf einem großen Fernseher spielen würde, wofür kauft man sich der große Fernseher? Die ganze Zeit ging's und jetzt hat man dann quasi die Hälfte vom Fernseher als verschenkt, oder was? Alter, ey, das gibt's doch wohl nicht. Wer tut denn bei Nintendo die Entscheidungen bitte treffen?
tut mir leid, aber ich wünsche Nintendo, dass die untergehen, ohne Scheißdreck. Es kann doch nicht sein, dass sie ihre Kunden so verarschen. Nee, echt. Also hier ohne Quatsch. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich guck mir noch Xenoblade hier nach an. Also, keine Ahnung. Das ärgert mich. Denk, wenn das so bleiben sollte, dann muss ich mir echt überlegen, ob ich noch weiter wie. Also die Wii-Spiele, die ich jetzt noch spiele, klar, weiterspiele. Aber neue, denke ich, weiß ich nicht. Das ist ja grausam, ey. Vor allem alles total anders jetzt. Jetzt hast du hier fast 100 Folgen gespielt bei Harvest Moon und auf einmal sieht alles anders aus. Und das nicht im positiven Sinne. Echt, ey. Also es tut mir leid, aber da geht mir die Hutschnur hoch, ey. Das gibt's überhaupt nicht. Das kommt in die News-Folge. Also, ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Sachen mich diese Woche aufgeregt haben. Von GTA Online angefangen, bis zum grottenhässlichen Battlefield 4 für die PS3. Keine Ahnung, also ich weiß es nicht. Jetzt kommt der Scheiß hier mit dem Update und alle sagen, toll, jetzt kannst du auch die Wii-Spiele auf dem Gamepad spielen. Toll. Scheiß auf das Gamepad. Das liegt bei mir meist Zeit auf dem Tisch und macht da gar nichts außer Schwachsinn. Tut mir leid, dass ich ein bisschen böser bin heute, aber das hier hat mich jetzt kalt erwischt und ich muss sagen, das ist mehr als unverschämt, möchte ich sagen. Unverschämt ist das hier. Nichts anderes. Es ist unverschämt. Boah. Ey. Was mich vor allen Dingen aggressiv macht, ist, dass du dich dagegen gar nicht wehren kannst. Du kannst ja gar nicht sagen, okay, dann gehe ich wieder zurück auf die alte Firmware-Version und es geht ja nicht. Kannst denn überhaupt nicht mehr online spielen? Okay, auf online spielen kannst du verzichten, weil eh niemand online spielt. Aber trotzdem, was ist denn das? Was Scheißdreck ist das? Dein Spotpass, bla bla bla. Was interessiert mich Nintendos Werbemaschine? Gott verdammt, ey. Also, das hier, das verzeih ich Nintendo nie. Und zeig mir mal bei der Wii eine Einstellung zu den zur Auflösung oder der Darstellungsart. Hast du Glück, wenn du zwischen SCART und Komponentenkabel wechseln kannst. Echt, ey. Was ein asozialer Scheiß. Das ist Kundenfeindlichkeit pur. Die Leute sind immer Nintendo-hörig bis zum Ende, aber das hier, das ist Kundenfeindlichkeit par excellence. Jawohl, das ist lachhaft, ist das. Ich wette mit euch, die brauchen zu der Emulation so viel Hardware-Power, damit sie das hinbekommen, dass sie es auf beide auswerfen können, dass sie das machen mussten. Dass sie das Bild nicht mehr auf 1080p dann hochrechnen konnten, sondern dass es wie billige Fernsehsender mit alten Serien machen, dann einfach schwarze Balken an den Seiten. Ey, und sowas gucke ich mir auch nicht freiwillig an. Ganz im Ernst, ey. Also das hier ist hier, das ist barbarisch, ist das. Bin normalerweise ja ein großer Nintendo-Freund, aber was Nintendo dieses Jahr abzieht, ist eine Frechheit. Es hat mit der Wii damals angefangen. Ja. Ohne Quark, ey. Hinterwäldlerverein.
Kommst dir vor, als wärst du im billigsten HD-TV-Land angekommen. So peinlich ist das. So, ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll, ey. Das macht mich aggressiv. Ohne Kack. Muss man sich auch mal reinziehen. Ich werde aggressiv von dem Kram. Weil das Problem an der Sache ist, mir hat es vorher voll gut gefallen. Und jetzt haben sie alles versaubeutelt. Das kann es ja wohl irgendwo nicht sein. Immerhin können wir ein bisschen was ernten. Sachen verdicken. Normaler Reis, okay. Süßkartoffel, noch eine. Schon wieder so viel verschiedene Sachen oder was? Was bin ich nur froh, dass das nicht in der 100. Folge war. Eine halbe Stunde hätte ich es nicht ausgehalten. Kann euch gar nicht sagen, wie sauer ich auf Nintendo bin. Ist der Wahnsinn. Ich meine, könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben, wie ihr die Änderung findet. Weil das ist ja, das ist schon, keine Ahnung, ohne Worte. Ich denke, ich habe genug gesagt dazu. Oh Gott, schon wieder Rucksack voll. Das gibt's ja wohl nicht. Sowas kann's und darf's doch nicht geben. Wer macht denn so einen Scheißdreck? Wie kann denn so ein Kack überhaupt durchkommen? Durch irgendwelche Qualitätssicherungsmaßnahmen. Wer guckt denn sich da diese Updates, die verschlimmbessern, nah an vorher? Das kann es doch wohl nicht sein. Alleine schon Day One Update damals, als die Konsole gekommen ist. Ohne Day One Update geht's nicht. Gott, Nintendo, ey. Ihr versaut auf ganzer Linie. Kannst du denn jetzt geben? Ich komme darauf absolut nicht klar. Die haben mich kaputt gemacht, ey. Wie kann man sich denn freiwillig darauf runterlassen oder auf das sieht kacke aus Niveau runterbegeben? Macht doch gar keinen Sinn. Wie kann man das denn machen? Das gibt's doch nicht. Nee, echt, ey. Das kapier ich nicht. Das kapier ich absolut gar nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, will ich nicht nachvollziehen. Das ist einfach nur eine Frechheit. So, dann gehen wir aber mal Richtung Haus. Jetzt bin ich nicht mehr sauer, sondern ein bisschen traurig, muss ich sagen. Also. Ja. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und dafür, dass ihr die Hasstiraden gegenüber Nintendo ertragen habt.
und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Morgen gehen wir ja auf die Insel in einer halbstündigen Folge. Freut euch drauf, ich bin gespannt. Und macht's gut.